Hey Leute, heute wollte ich euch meine Sammlung von Sleek Blushes zeigen. Ich rede sehr oft darüber, dass ich sie sehr gut finde, dass ich die Pigmentierung sehr gut finde und dass ich finde, dass sie sehr lange auf den Wangen bleiben, also die Haltbarkeit sehr gut ist. Und ein paar hatten mich von euch gefragt, ob ich nicht meine vier Farben, beziehungsweise ob ich meine Farben zeigen kann. Und ich habe vier davon und von daher möchte ich sie euch natürlich nicht vorenthalten. Wir fangen an mit dem wohl bekanntesten. Und das ist einmal Rose Gold. Das sieht ungefähr so aus. Das ist so eine, ja, so eine peachige Farbe mit goldenem Schimmer drin. Und sie ist daher so bekannt, weil sie oft verglichen wird mit dem NARS Orgasm. Also es soll das Dupe dazu sein. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe den Blush von NARS nicht. Aber da viele das sagen, möchte ich dem glauben. Die nächste Farbe ist eine meiner Lieblingsfarben. Das ist einmal Pantau. Und es ist ein sehr knalliges Orange. In der Kamera sehe ich gerade, kommt es nicht so gut rüber. Ich kann euch die Swatches nochmal auf meinem Blog verlinken. Den findet ihr wie immer unten. Und diese Farbe finde ich so gut, weil sie natürlich, sie ist sehr knallig, aber mit der Pigmentierung der Sleek Blushes ist es sowieso so eine Sache, dass ihr sehr aufpassen müsst. Also sie sind sehr, sehr stark pigmentiert, aber dadurch, dass man eben die Kontrolle darüber hat, wie stark man es auf die Wangen aufträgt, ist es auf jeden Fall eher aufbaubar bzw. eher natürlich. Also man kann es sehr gut regulieren. Und ich mag den Farbton so gerne, weil er die Wangen sehr, sehr frisch wirken lässt. Und wenn man generell ein sehr blasses Gesicht hat, also auch für sehr helle Haut, ist es auf jeden Fall sehr gut geeignet. Die Farbe ist sehr erfrischend und ihr seht danach sehr, ja, also die Haut sieht sehr gut durchblutet aus, es sieht belebt aus und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Effekt. Dann kommen wir noch einmal zu einer Farbe, die ich sehr oft trage und nach der mich auch immer sehr viele fragen, dann welchen Blush trägst du? Und das ist meistens Pixie Pink. Hier in der Kamera sieht es wieder so aus, als wäre es sehr viel blaustichiger, als es ist. Also es ist nicht sehr blaustichig. Es ist auf jeden Fall einfach nur ein sehr, sehr grelles Rosa. Rosa-Pink, also ein dunkles Rosa. So ist es auf jeden Fall. Es ist auch eine wunderschöne Farbe. Ich mag generell eher so diese rosa und rot angehauchten Blushes anstatt von braun oder in die Richtung gehenden Blushes. Von daher ist es auch eine meiner Lieblingsfarben. Sie ist auf jeden Fall sehr schön auf den Wangen zu tragen und ich bin sehr begeistert. Ja, und dann kommen wir einmal zu der letzten Farbe und das ist Flamingo. Flamingo ist eher eine, ja, so ein rötliches, bäriges Pink und ist auf jeden Fall, also ich kann euch zum Beispiel Pixie Pink mal daneben halten, weil auf den Bildern ist es immer sehr schwer zu erkennen und die Leute sagen, die sehen sich ja so ähnlich, aber das sind zwei verschiedene Farben. Also hier einmal beide, man sieht hier unten Pixie Pink, ist sehr viel rosastichiger und auch heller und einmal hier oben der Flamingo ist auf jeden Fall ein bisschen, also er ist zarter angehaucht, er hat ein mehr Lachs-Untertöne und gleichzeitig auch mehr bärige Untertöne. Also er ist nicht so, ja, er ist also nicht so dieses wirklich starke Pink-Rosa, sondern eher tendierend zu einem bärigen Rot. Ich finde beide Farben auf jeden Fall sehr gut aufzutragen. Sie lassen sich sehr schön in die Haut einarbeiten, sodass man nicht diese Puppenwangen hat, sondern einfach nur so gerötete Wänkchen, was auf jeden Fall, glaube ich, das ist, was man mit einem Blush erzielen möchte. Ja, das waren meine vier Blushes. Ich kann sie einmal nochmal hochhalten, dass man sie vergleichen kann. Also es sind auf jeden Fall sehr verschiedene Töne. Auf der Webseite, ihr könnt es, ich verlinke euch unten ein paar Shops, damit ihr mal gucken könnt, wo man sie bestellen kann. Mittlerweile haben, glaube ich, alle Online-Shops, die man so kennt, Sleek-Produkte, was sehr gut ist, weil viele von diesen Shops eben auch Versand an, also kostenlosen Versand anbieten. Und das finde ich immer, wenn man günstigere Produkte kauft, finde ich das immer von Vorteil, wenn man am Versand spart, weil sonst lohnt sich das eigentlich kaum. Also das sind nochmal die vier Farben, die ich habe. Generell kann ich noch einmal zum Auftrag sagen, die Farben sind butterweich aufzutragen, sie sind sehr stark pigmentiert. Man kann sie, wie gesagt, sehr schön aufbauen und man kann auf jeden Fall auch, ja, generell mit der Intensität der Farbe sehr gut arbeiten. Die Dauer der Farbe, finde ich, ist auch sehr gut. Also ich finde, bei Blush muss man sowieso immer aufpassen, dass man sie auf einen eher cremigen und, ja, nicht klebrigen, aber eher so diesen
etwas, ja, sagen wir einfach cremigen Untergrund aufträgt, sprich direkt entweder auf eurer Haut nach der Creme oder direkt nach der Foundation und nicht erst das Puder auftragen und dann den Blush auftragen, weil dann die Tragedauer auf jeden Fall verringert wird. Von daher kann ich zur Tragedauer sagen, wenn man sie gut aufträgt, beziehungsweise wenn man es richtig aufträgt, dann hält es auch auf jeden Fall den ganzen Tag und es ist einfach von der Intensität morgens genauso wie abends und das ist auf jeden Fall das, was ich an diesen Blushes so sehr schätze, da sie im Preis-Leistungs-Verhältnis, sie kosten durchschnittlich ungefähr 5 Euro. Es variiert immer je nachdem, in welchem Online-Shop ihr das kauft. Von daher müsst ihr vielleicht auch ein paar Online-Shops durchgucken und vergleichen, wo ist was günstiger oder wo ist was teurer. Und genau, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie auf jeden Fall für mich die besten Blushes, die man sich kaufen kann, weil es gibt es zwar nicht in der Drogerie, aber wenn man zum Beispiel L'Oreal oder Maybelline Blushes vergleicht, die durchaus teurer sein können, es gibt von L'Oreal Blushes, die kosten auch ungefähr 8 Euro und wenn das schon zur Drogerie-Kategorie gehört, dann finde ich, seid ihr damit auf jeden Fall sehr viel besser aufgehoben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch einen Überblick gegeben über die Farben, die ich benutze, die ich sehr schätze. Es gibt, wie gesagt, eine sehr große Auswahl in den Online-Shops. Es gibt oft limitierte Variationen und ihr müsst euch da einfach mal durchgucken und schauen, was zu eurem Hauttyp am besten passt. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr vielleicht andere Farben habt als ich und diese auch empfehlen könntet. Ich probiere auf jeden Fall sehr gerne neue Sachen aus und ich würde sagen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, ciao!